Menschen, die aus Holland gekommen sind, haben sie hier heruntergeworfen. Und die Nazis haben gesagt, das sind die Fallschirmspringer. Und hier, Sie sehen, unten ist Wasser. Das ist die Todesstiege. Und das sind die 186 Stiegen. Und hier unten war dieses das Steinbruch. Die Freiheit ist kein Geschenk des Himmels. Für die Freiheit muss man kämpfen. Man muss wachsam sein. Überhaupt nach dem, was in der Nazizeit passiert ist. Schauen Sie, wenn wir heute übertragen auf die heutige Zeit, kein Unterschied, Extremisten von rechts oder von links. Beide wollen die Gesellschaftsform, in der wir leben, vernichten. Und beide warten auf eine Krise, oder politisch oder ökonomisch. Ohne die Krise wäre Hitler nie an die Macht gekommen. Und manche erhoffen sich von der Krise eine Neubelebung. Das ist von der Käthe Kollwitz. Ja, vergrößert. Das hat sie für ihren Sohn, den sie verloren hat im Ersten Weltkrieg. Aber das geht nicht zusammen. Man kann nicht Opfer und Täter zusammen. Natürlich kann man es auf einer Tafel zusammenschreiben, aber man kann nicht die unschuldigen Opfer, die Millionen ermordeten Juden, mit den Opfern der Kriege. Weil die, die gefallen sind an den Angriffskriegen, sind ja auch hier mitgenannt. Und die Gefallenen der Angriffskriege sind Opfer Hitlers. Aber auf eine andere Weise wie die. Ich verstehe gut, dass die jüdische Gemeinde in Berlin die Sache ablehnt. Ich würde es auch tun. Ich wollte Sie fragen, was für Gefühle Sie zum heutigen Deutschland haben. Gemischt. Wissen Sie, solange es Westdeutschland alleine war,
bin ich sehr oft gekommen. Ich hatte eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Leuten von der Justiz. Sofort nach der Wiedervereinigung kam von der DDR der Ruf Ausländer raus. Und ich hoffe nur eines, dass es in einigen Jahren die ganze Sache sich irgendwie ausgleichen will. Vor allem hoffe ich, dass junge Menschen, so wie ihr seid, aus dem Leben mehr lernen wird. Demokratische Parteien haben keine Jugendprogramme. Sie befassen sich zu wenig mit jungen Menschen. Nur Diktaturen sind tätig mit jungen Menschen von früh bis Abend. Warum? Weil sie wissen, das ist ihre Zukunft. Und das spielt keine Rolle, ob es eine linke Diktatur ist oder eine rechte Diktatur. Und wenn junge Menschen, die, was weiß ich, Lehrlinge oder so, die sind arbeitslos, suchen sie nach dem Verursacher. Wer hat das gemacht? Und sie sind dadurch sehr empfänglich, wenn neonazistische Gruppen ihnen gleich den Schuldigen auflisten. Aber ich glaube nicht, dass es besteht, jetzt in der Bundesrepublik, eine neonazistische Gefahr. Das besteht nicht. Die Situation ist eine andere, wie sie war in der Zeit von Weimar. Aber trotzdem, ich habe es immer gesagt, Wachsamkeit ist der Preis für Freiheit. Ich bin ja geboren, 31. Dezember 1908, in Bucac. Also Bucac war eine kleine Stadt mit etwa nicht ganz 10.000 Einwohnern. 6.000 waren Juden, zum Beispiel die meisten Advokaten waren Juden, die meisten Ärzte waren Juden und Geschäftsleute, dann alle möglichen Handwerker, waren alles jüdische Handwerker. Und genauso Arbeiter und Taglehner und Transport, das heißt die Kutscher, war alles jüdisch. Die Ukrainer wohnten am Rande von Bucac, waren oder kleine Beamte oder teilweise Bauern und so. Und die Polen waren die Beamtenschaft. Bucac war eine sehr windige Ecke von Europa. In dieser windigen Ecke wurde ich Zeit meines Lebens 7-mal befreit. 1914, wir waren etwa 60 Kilometer von der alten russischen Grenze. Und wie der Krieg begonnen hat, waren sie nach 2 Tagen bei uns. Also 1914, da war ich bald 7 Jahre alt, und da sind wir nach ein paar Monaten, weil es war unerträglicher Druck von den Kosaken und so weiter, die sind in die Wohnung gegangen, was sie gesehen haben, haben sie mitgenommen, hat mein Vater gekauft von einem Bauer einen Wagen, 2 Pferde. Und die Kinder braucht man ja nicht umziehen, aber selber hat er sich verkleidet als Bauer und meine Mutter. Und wir sind gefahren über die Grenze Richtung Stanislau, weil dort wussten wir, sind die Österreicher. Ich und mein Bruder lagen in den Wagen, zugedeckt mit Stroh. Und es ist interessant, dass nach so vielen Jahren sehe ich vor mir, wie durch Stroh
da waren so wie Funken gegangen von einer Seite zu der anderen. Die Front war ja damals noch nicht so dicht. Und dann kamen wir nach Stanislau. Mein Vater wurde gleich zum Militär eingezogen. Und nachdem die Russen vorgerückt sind, hat man die alle geworfen auf die Front. Und es war der 15. Oktober, wo mein Vater gefallen ist. Wir sind von dort nach Lemberg zum Großvater und mit dem letzten Zug von Lemberg nach Wien, meine Mutter und mein Bruder und ich. Und in Wien haben wir sehr gehungert. Wir haben ja alles verloren. Ich kann mich erinnern, so wie heute noch. Wir sind in einer kleinen Flüchtlingswohnung gewesen. Ich mit meinem Bruder lagen im Bett. Und meine Mutter hat jedem von uns gegeben so ein kleines Stückchen Zucker unter das Polster, wenn es einem schlecht wird aus Hunger, dass er das Stückchen Zucker nimmt. Wir haben gewohnt in der Nähe vom Prater, hier in Wien, und das hat mich ganz beschäftigt. Ich war bestimmt kein sehr guter Schüler, weil jede freie Minute bin ich in den Prater gelaufen und gespielt. Den ersten Antisemitismus habe ich verspürt, gerade in Wien. Da kann ich mich wie heute noch erinnern an einen Ausspruch. Wir wohnten am ersten Stock, und wie ich heruntergegangen bin, da stellte sich so ein Bub vor mir und sagte: "Dummer Jud, spuck in Hut, sag der Mama, das ist gut." (lacht) 1917, wie die Russen weg sind und die Österreicher wieder, ist meine Mutter hingefahren, um zu sehen, was noch geblieben ist. Und dann ist sie zurückgekommen und hat uns geholt. Und bald war Österreich aus und wir wurden befreit von den Ukrainern. Meine Großeltern waren sehr religiös. Meine Großmutter besonders. Die hat mich ja eigentlich erzogen, weil nach dem Tod meines Vaters 1915, wo ich 7 Jahre alt war, und meine Mutter musste sich ja kümmern um das Geschäftliche. Mein Vater hatte die Vertretung von Zuckerfabriken für den ganzen Bezirk, und das hat später meine Mutter nach dem Kriege zurückbekommen. Also sie war voll beschäftigt. Und meine Großmutter kümmerte sich um mich und hat mir immer so viele Legenden erzählt von Wunderrabbis und hat mich einmal gebracht zu einem Rabbi, der soll mich segnen. Volksschule habe ich hier besucht und dann die erste Gymnasialklasse in ein ukrainisches Gymnasium. Und in unserer Klasse waren die Majorität Juden. Es waren auch Polen und Ukrainer. Mädchen und Buben waren zusammen. Gewöhnlich waren die Mädchen die ersten 2 Reihen und die Burschen rückwärts. Und ich saß hinter meiner späteren Frau. Wir haben Jahre 36 geheiratet. Es wurde verboten, im Gymnasium Jiddisch zu sprechen. Und eines Tages hatte ich die Idee, ich hatte einige Polen Jiddisch gelernt. Und der Professor kommt in die Klasse und hört, wie ein Pole zu mir Jiddisch spricht. Der ist stehen geblieben
und sagt, was sprichst du da? Sagt, der Wiesenthal hat uns alle gelernt, Jiddisch. Nach der Balfour-Deklaration, da wurden so viele Vereine gegründet. Ich bin so einem Verein beigetreten und das war Shomer HaTzair, das war eine Art Scout-Organisation. Und nach ein oder zwei Jahren wurde ich Leiter einer Gruppe. Ich hatte eine Aversion für Munduren. Also ich war damals etwa 14 oder 15-jährig. Natürlich waren ja alle Juden damals zionistisch gestimmt. Und dann 1921 kamen wieder die Bolschewiken. Und die Bolschewiken waren bei uns einige Monate. Und dann wurden wir wieder befreit. Und wir waren befreit von der Petlura-Banden, von den ukrainischen. Aus dieser Zeit habe ich ein Andenken. Die Kosaken Petluras haben verlangt 100 Liter Schnaps, ansonsten werden sie anzünden, den Ort. Aber wer hatte 100 Liter Schnaps? Da kann ich mich erinnern, weil ich das Fenster gesehen habe, wie man mit so einem Wagerl und mit einem Fass gefahren ist und jeder hat etwas von dem Schnaps, das er hatte, oder etwas Ähnlichem dazugegeben. Da kam ein Kosake am Pferd, hat rausgeholt den Säbel und hat sich gebogen und mir einen Hieb bis zum Knochen gegeben. Habe ich dieses Zeichen. Dann wiederum kamen die Polen. War die fünfte Befreiung. Meine Mutter hat in der Zwischenzeit im Jahre 26 noch einmal geheiratet. Sie lebte in Dolina. Da mein Stiefvater eine Ziegelei hatte, kam ich so in Berührung mit der Baubranche. Und das hat mich begonnen zu interessieren und ich wusste, man kann ja auch Kunst und Architektur gehen zusammen. Und in Prag, wo ich studiert habe Architektur, da war mehr Kunst wie in Lemberg. Ich habe auch studiert in Lemberg, gleichzeitig in einem Baubüro gearbeitet als Architekt. Ich habe in Lemberg gebaut, einige Gebäude. Die stehen noch heute. Aber ich war sehr gerne Architekt. Wir haben nie geglaubt, ich war damals ein junger Student, dass in einem kulturellen Land wie Deutschland mit so vielen Professoren, Schriftstellern, Ärzten, Erfindern, dass ein Mann mit solchen Ideen eine Chance haben kann. Ich war natürlich sofort für den Boykott Deutschlands. Ich habe damals Karikaturen gezeichnet. Eine Karikatur habe ich noch über den Boykott. Und da habe ich anstatt Heil Hitler aufgeschrieben, Deutsch, Heul Hitler. Und da sieht man die Grenzen Deutschlands und liberal stehen Juden und lassen nicht durch seine Waren. Wie die Bolschewiken gekommen sind, wurde mein Stiefvater verhaftet als Besitzer einer Ziegelei, also ein Bourgeois. Und er ist im sowjetischen Gefängnis gestorben. Und als dann die Nazis nach Lemberg gekommen sind, 1941, formierten die Nazis die ukrainische Polizei. Die haben sie ihnen Waffen gegeben, haben ihnen diese dunkelblauen Uniformen gegeben.
Und die führten alles aus, was die gegen die Juden, was die Nazis befohlen haben. Haben die Ukrainer bekommen 3 Tage, um mit den Juden abzurechnen. Und damals wurden zwischen 4.000 und 5.000 Juden ermordet. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Wir sind in dem Raum jetzt, in dem eine Konferenz stattgefunden hat, wobei den Konferenzteilnehmern mitgeteilt wurde, was an einer anderen Stelle, nämlich am Hauptquartier der Gestapo, beschlossen wurde. Und was wurde dort beschlossen? 11 Millionen europäische Juden. Und Sie finden hier den Plan, wo wie viele waren, sogenannt auszusiedeln. Die Nazis bedienten sich einer speziellen Sprache. Sie haben nicht gesagt, ermorden, sondern sonderbehandeln. Sie haben nicht gesagt, deportieren. Sie haben gesagt, aussiedeln. Und wenn Sie sich anschauen, die Liste der Teilnehmer, da waren unter den 11 Leuten, waren 8 Akademiker, Juristen, 2 waren, hatten Doppeldoktorate, Philosophie und Jus. Und von keinem Mund dieser Leute ist ein Widerspruch gekommen. Ist gekommen ein Wort, das sagen sollte, wir können das doch nicht mit Millionen Menschen tun. Sehen Sie, hier hat man nicht, hier in dem Raum, nicht über Katastrophen gesprochen. Die Leute befassten sich mit einer Statistik. Und von diesen 11 Millionen ist ihnen gelungen, 6 Millionen auf verschiedene Weise umzubringen. Jetzt Wannsee. Gibt es hier im Protokoll einen Passus, da steht geschrieben, abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen. Entsinnen Sie sich daran, oder wollen Sie das sehen? Ich erzähle nämlich, dass es drin steht, jawohl. Vielleicht entsinnen Sie sich noch, was da besprochen wurde. Da sind die verschiedenen Tötungsmöglichkeiten besprochen. Verschiedene Tötungsmöglichkeiten? Jawohl. Atasochel, Bamedu, Barsham. Meine Mutter kam zu mir nach Lemberg. Und wie dann die Nazis gekommen sind und begannen diese Aktionen, da wurde meine Mutter eines Tages von einem Ukrainer geholt. Ich habe damals gearbeitet bei der Ostbahn in einem Reparaturwerk und man hat mir erzählt, dass meine Mutter geholt wurde. Mein Meister erlaubte mir, dass ich dort in die Richtung gehe, da hat man schon von der Ferne gehört, das war August. Wasser, Wasser, rufend, in dieser Hitze von August, da sind die Wagen mit denen, die deportiert werden sollen, ein paar Tage gestanden. Ich bin in die Nähe gekommen, das war abgesperrt von habe ich gesehen, wie ein ein Eisenbahner 2
Kiebeln mit Wasser getragen hat, Richtung der Wagen. Da hat ihm aufgehalten ein SS-Mann, hat umgeschmissen das Wasser und er musste gehen. Dieses Bild damals mit meiner Mutter, das trage ich immer mit mir. Wissen Sie, das ist, schauen Sie, man verliert eine Mutter und man hat einen Friedhof und da geht man von Zeit zu Zeit. Den Grabstein meiner Mutter trage ich mit mir. Und die Mutter meiner Frau wurde von einem ukrainischen Polizisten erschossen, weil sie nicht genug schnell gegangen ist. Vielleicht ist das, dass ich nach dem Kriege später mich sehr intensiv befasst habe mit der ukrainischen Polizei, von denen die meisten heute, wenn sie noch leben, leben sie in Kanada. Wir kommen in diesen Raum und in diesem sehen Sie, wie die Deportationen vor sich gegangen sind, wie man die Leute versammelt hat, wie man sie aufgeteilt hat, Männer und Frauen, wie ich habe damals gearbeitet bei der Ostbahn in einem Reparaturwerk. Und da mussten wir Aufschriften machen auf erbeuteten Lokomotiven und Waggons und so weiter. Und musste auch den deutschen Hoheitsadler. Ich habe das so oft gemacht, dass später ich schon ohne Schablone das gemacht habe. Meine Frau musste auch arbeiten gehen und bei dieser Ostbahnstelle, da habe ich mit einem Meister gebeten, dass meine Frau arbeiten kann in der Manometerabteilung und da hat sie dort was geputzt. Meine Frau ist blond, hat graublaue Augen. Sieht nicht jiddisch aus. Und da war ein Unternehmer, ein Pole aus Lublin, der auf diesem Werk gearbeitet hat, weil irgendeine Baustelle war. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat meine Frau mitgenommen. Sie ist gekommen nach Warschau, ich weiß es genau, weil das war Juni 1943, kurz nach dem jiddischen Aufstand in Warschau, und wo so viel Polizei war und war sehr schwer unterzukommen irgendwo. Keiner konnte sagen, dass die SS-Führung davon nichts gewusst hat, was da alles passiert. Himmler hatte oft besucht Konzentrationslager, hat besucht Exekutionsstätten. Dann hat man uns ins Lager gebracht und dort standen schon Leute von anderen Gruppen, die an dem Tag, wir wussten, dass man uns gestellt hat, neben den Zaun, und das war so ein Zaunkorridor, der geführt hat bis unten zum Erschießen. Und nach etwa einer Stunde oder anderthalb Stunden hat man uns hingeführt. Es war ein Brett gelegt über einen
ziemlich tiefen Graben, aber dort konnte man noch sehen, die vorher erschossenen oder von gestern oder von wann. Und man bekam den Schuss und fiel hinein. Das war dieses Aprilwetter, das sehe ich noch heute. Auf einmal hat es begonnen zu regnen und dann Sonnenschein. Und das Peitschen des Windes und die Schüsse. Auf einmal klopft der hinter mir steht, mich in den Rücken und sagt, man ruft dich. Sag ich, man ruft dich? Da habe ich mich umgedreht. Ich weiß nicht, mit welchen Kräften ich herausgegangen bin. Bis ich oben auf dem Berg war, lebte niemand mehr. Jetzt habe ich mir gesagt, ich muss mir aufbauen eine Flucht. Ich bin allein, meine Mutter lebt nicht mehr, meine Frau ist untergebracht. Und bin dann zu meinem Freund gekommen. Und da sagte er mir, schau Simon, meine Frau ist Schneiderin. Wir haben nur dieses Zimmer. Den ganzen Tag muss ich im Schrank sitzen. Wirst du es aushalten, den ganzen Tag im Schrank zu sitzen? Diese 8 Tage im Schrank. Und wo manche Kleidung war von Naphthalin und das waren die schlimmsten Tage meiner ganzen Nazizeit. Es ist immer schwierig, zu jungen Menschen zu sprechen, die in Freiheit geboren wurden. Und für die ist alles etwas Selbstverständliches. Aber Freiheit ist wie Gesundheit. Man weiß es zu schätzen, wenn man es verloren hat. Und wir fahren von Lemberg nach Przemysl. In Przemysl verkaufen sie uns an die Organisation Tod, die Schanzen bauen. Und die beaufsichtigen uns. Aber bald kommen die Russen. Von dort gehen wir nach Dobromil. In diesem Dobromil, das war ein altes Lager, verlaust, fürchterlich. Ich habe einige Transporte mitgemacht. Ich selber war in Auschwitz 3 Tage am Bahnhof. Gekommen von Krakau-Plaschow im September 1944. Auschwitz war voll, sie haben uns nicht aufgenommen. Frauen mit Kindern gingen sofort ins Gas. Es ist oft vorgekommen, dass man die Kinder weggenommen hat und die Mütter wussten, dass sie ins Gas gehen. Aber die Mütter, sehr viele Mütter, wollten nicht den letzten Weg des Kindes, der das Kind alleine geht, und sind mit den Kindern in den Gas gekommen. Mein letzter Transport war aus dem Lager Großrosen über Buchenwald nach Mauthausen. Es ist Schnee. Und wir gehen. Jedes Mal wird ein anderer erschossen, weil er zurückgeblieben ist. Einer, ich weiß nicht, wer es ist, hat mich unter den Arm genommen und schleppt mich. Ich weiß nicht, am nächsten Tag in der Früh
Auf einem Feld stehen leere Waggons, offene. Und man gibt uns alle hinein, werden abgezählt, man kann nur stehen. Und beginnt der Schnee zu fallen. Da steht man und die Schneeflocken fallen einem in den Mund. Auch die Toten stehen. Und auf einmal beginnen die Leute, die Toten rauszuwerfen. Bei der nächsten Station kommt man und sagt, man darf keine Toten mehr hinauswerfen, weil die Bevölkerung protestiert. Legt man hin in der Ecke, also an der Wand, die steif gefrorenen Toten und macht daraus Bänke, dass man sich draufsetzen kann. Und so kommen wir nach Buchenwald. Und in Buchenwald bringt man uns in das kleine Lager am Stroh. Da sind wir dort 10 Tage vielleicht. Stellt man einen anderen Transport zusammen und da kommen wir nach Mauthausen. Wir sind um Mitternacht ungefähr angekommen. Da wurden wir abgezählt. Die Toten von dem Weg hat man auf die Seite gelegt. Und dann sind wir marschiert durch den ganzen Weg, diese paar Kilometer. Und besonders das Schwierigste ist die Serpentine herauf. In die Todesbaracke. Dort bekomme ich eine Suppe im Tag und ein Würfel Brot. Es rettete mich ein Pole, Staniszewski. Der war der Essenholer. Er sagt, schau, manchmal bleibt mir etwas Suppe, gebe ich dir. Und dank ihm habe ich überlebt. Leute hinein, nackt. Jeder hatte etwas, so ein Stückchen wie Seife, weil man gesagt hat, geht baden. Und in diesem kleinen Raum hat man bis 50 Leute, also auf einem Quadratmeter ungefähr 4-5 Leute. Ja. Und dann natürlich kamen von oben. Hier haben sie so gemacht, als würde Wasser kommen, aber es kam Gas. Und sehen Sie, dort wo ich lag, auf dem Todesblock, dann gab es drei. Hier lagen gewöhnlich 2 Häftlinge. Ich hatte das Glück, dass ich auf der oberen Stelle gelegen, aber es gab Leute, die ganz unten gelegen sind.
Das war schrecklich. Die Decken waren voll mit Eiter. Und man brauchte sich nur ankratzen, haben sie schon eine Phlegmone bekommen. Als ein paar Monate später die Amerikaner mich befreit haben, war mein Gewicht 44 Kilo. Ich war immer überzeugt, dass es für Gott und Hitler keinen Platz gibt. Einer muss weichen. Und dass es der sein wird und dass es Hitler sein wird, war bei mir sozusagen eine ausgemachte Sache. Nur wollte ich es erleben, ich wollte es sehen. Als ich befreit wurde, habe ich das erste Mal in meinem Leben geweint. Keine Verwandten, keine Freunde, niemand. Und da stehe ich da, der Befreite, und sage mir, für wem und mit wem soll ich leben? Für wen? Ich habe meinen Freunden, die mit mir im KZ waren, gesagt, habe ich ihnen immer gesagt, ich möchte 15 Minuten nach der sogenannten Befreiung, interessiert mich das Leben nicht, weil was soll ich machen? Ich war Architekt 12 Jahre, Häuser bauen, für wem? Wir haben mehr verloren wie Häuser. Bei der Befreiung oder am selben oder am nächsten Tag, da kamen die Amerikaner, haben sich überhaupt unseren Todesblock angeschaut und haben so ein paar Skelette herausgeholt, Lebende noch. Und da habe ich etwa 90 Pfund gewogen. Und da konnte ich kaum gehen. Wie man uns gesagt hat, es kommen die amerikanischen Tanks. Da bin ich auf allen Vieren von der Baracke herausgekrochen, habe noch vielleicht 50 Meter, bin ich in dieser Richtung und dann bin ich liegen geblieben und geschaut und so haben mir die flatternde amerikanische Flagge, da habe ich jedem Stern etwas gegeben, das wir verloren hatten. Also Hoffnung, Gerechtigkeit, Fortschritt und so weiter. Ich bin so gelegen und habe mir gesagt, ja, es kommt. Ich stand zum Erschießen zweimal, ich habe mir die Pulsadern aufgeschnitten. Ich habe überlebt. Da auf einmal kamen andere Amerikaner, haben begonnen mit den Leuten zu sprechen über ihre Berufe, was sie sind. Ja, und da kam einer und sagt, sie sind Architekt, sie gehen nach Hause, werden wieder Häuser bauen. Sage ich, ich habe kein Nachhause. Das ist alles für mich ein Friedhof. Jeder Baum, jeder Stein wird mich erinnern an das. Wie kann man dort leben überhaupt? Und wir haben viel mehr verloren, wie Menschen und wie Häuser. Wir haben jeden Glauben verloren. Und wie kann man ohne Glauben ein Leben beginnen? Ich sehe, ihr macht etwas für die Gerechtigkeit. Das interessiert mich. Naja, gut. Sie haben es aufgegeben. Zwei Tage später komme ich wieder dorthin und sage, ich möchte euch helfen. Und ich war überzeugt, in 2-3 Jahren werden wir wieder aufbauen, die Gerechtigkeit. Und vielleicht werde ich doch zurückkehren zu meinem Beruf als Architekt. Ich konnte nicht ahnen, dass das, was ich mache, bis zum Ende meines Lebens sein wird. Ich bin gekommen nach Linz zu War Crimes Büro und habe SS-Leute eingesperrt. Nachdem meine Frau zu mir zurückgekommen ist und als wir niemanden in der Welt mehr hatten, haben wir beschlossen, um eine Familie zu bleiben, ein Kind zu haben. Meine Tochter
wurde im September 1946 geboren. Sie war in Linz das einzige jüdische Kind in der Schule. Die ersten 3 Jahre nach ihrer Geburt habe ich das Kind immer nur schlafend gesehen. In der Früh ins Büro gegangen, das Kind noch geschlafen, zurückgekommen, das Kind wieder geschlafen. Ich habe daher mein erstes Buch, Ich jagte Eichmann, meiner Tochter gewidmet. Dann wurde ich nach Nürnberg eingeladen. Ich habe nur einen kurzen Blick gemacht. Mich interessierte vor allem das Archiv, die Dokumente. Mich interessierten die Leute, die noch frei herumlaufen. Aber nach dem Ausbruch des Koreakrieges konnte man nirgends etwas tun. Die 12 Jahre Kalten Krieg kann man nicht mehr einholen. Die einzigen Gewinner des Kalten Krieges waren die Nazis. Weder Ost noch West haben gewonnen. Beide Seiten haben verloren. Menschen, Prestige, Geld, alles. Die einzigen Gewinner sind die Nazis. Viele ausgewandert mit Hilfe der Untergrundorganisationen. Viele sind zurückgekehrt in ihre Positionen. Und im Jahre 1954 bin ich allein geblieben, hatte noch eine Halbtagssekretärin, der ich einfach nicht bezahlen konnte. Ich konnte auch meine Telefonrechnung nicht bezahlen. Und da habe ich gesehen, dass zu dem allem, was ich bisher gemacht habe, im Dokumentationszentrum bis 1954 und unter den Amerikanern, das waren Jahrhunderte, die wir verhaftet haben, und dann habe ich mich mit Yad Vashem verbunden, habe gesagt, ich schließe das Büro, das sind vielleicht 1 Tonne Akten. Ich habe mir zurückgelassen, nur den Akt Eichmann, weil unser Büro war 2 Häuserblocks vom Haus der Familie Eichmann. Erst im Jahre 1959 hat man sich in Israel erinnert an die Sache Eichmann, hat man mir geschickt, 2 Leute fragen, was ich weiß. Am Tage, wo man ihn gebracht hat nach Israel, habe ich ein Telegramm bekommen. Dann wurde ich eingeladen von Yad Vashem als einer derer, die in der Sache tätig waren. Für die Juden war Eichmann der Hauptverantwortliche für den Tod von etwa 40% des jüdischen Volkes. Und die Tatsache, dass er irgendwo lebt und frei ist, war für das Seelengleichgewicht eines jeden Juden untragbar. Und es gibt keine Juden, die überhaupt niemanden verloren haben. Im weitesten Sinne war jeder Jude ein Geschädigter. Und dass der Mann vor ein israelisches Gericht kommt, war gewissermaßen eine Satisfaktion. Der Mann, der die Judenausrottung betrieben hat und wo nach den Plänen kein Jude hätte überleben sollen, soll sehen, dass es einen jüdischen Staat gibt und dass jüdische Richter über ihm zu Gericht sitzen. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Junge Menschen haben ja lesen mit jeden Tag in ihren Zeitungen über den Eichmann-Prozess. Es fallen viele Namen und es gibt niemanden, der etwas macht. Habe ich mit Freunden gesprochen, haben gesagt, du musst eröffnen das Büro. Ich wollte sozusagen der Mund sein derer, die gestorben sind, um erzählen zu können, wie sie gestorben sind, um anklagen zu können, die den Tod verursacht haben. Ohne den persönlichen Erlebnis hätte ich das alles nicht zustande gebracht.
Und als erstes habe ich mir gesagt, was ist mit dem Kommandanten von Treblinka? Verdammt Stangl. Mehrere hunderttausend. Was ist mit den Leuten von Sobibor? Ich habe mir herausgeduckt, die Vernichtungsklage. Und da habe ich gesehen, der frühere Kommandant von Treblinka war auch ein Österreicher, Eberl, der hat sich umgebracht. Aber Stangl, wo ist Stangl? Das habe ich ihm gefunden. Dann habe ich in New York gefunden eine Frau, die in Majdanek viele hunderte jüdischer Kinder umgebracht hat. Hat 9 Jahre gedauert, bis sie nach Deutschland gekommen ist. Sie war die einzige vom Majdanek-Prozess, die lebenslänglich bekommen hat. Dann habe ich noch früher gefunden, der Judenreferent für Holland, vom Stabe Eichmann, Rajakovic. Das Tagebuch der Anne Frank, die Vorstellung, wurde unterbrochen durch junge Mädchen und Burschen, die von der Galerie im Landestheater heruntergeworfen haben. Flugblätter, das ist alles eine Lüge, eine Anne Frank hat es nicht gegeben, das Tagebuch ist eine Fälschung. 2 Tage später saß ich in einem Kaffeehaus und da sagt mir mein Gesprächspartner, Bart, dort sitzt mit der Mutter ein junger Bursche, der war bestimmt dabei. Und ruft ihm, Hans, warst du dabei im Landestheater? Sagt er, ja, natürlich. Und sagt er, hast du gelesen, was auf diesen Flugblättern war? Naja, das ist ja die Wahrheit. Sagt er, weißt du, wer der Herr ist? Ja, sagt er, der Bekannte, der Wiesenthal, der Nazi-Jäger. Und auf einmal sagt der junge Bub, no, warum können Sie nicht finden, den Mann, der die Anne Frank verhaftet hat? Ihm werden wir glauben, Ihnen glauben wir nicht. Ich habe mir dann gesagt, der junge Mann hat recht. Wir brauchen den Mann als historischen Zeugen. Und das war mein schwerster Fall. Er dauerte 5 Jahre, bis ich ihn gefunden habe, der Silberbauer. Die Verbrechen sind so groß, die begangen worden sind, dass sie überhaupt adäquat nicht bestraft werden können. Wir haben Fälle gehabt, zum Beispiel der Transportoffizier von Eichmann, über 1 Million gebracht nach Auschwitz, fast keine Überlebende. Er hat 9 Jahre bekommen, 6 Jahre ist er abgesessen. Das sind 3 Minuten pro Opfer. Ich habe einige Prinzipien. Zuerst die Wahrheit und dann Gerechtigkeit. Ich habe niemanden angeklagt. Und dann bin ich Dokumente suchen gegangen. Was ist der Sinn meiner Arbeit? Eines gegen das Vergessen und das andere. Eine Warnung an die Mörder von morgen, die vielleicht heute geboren sind, dass sie niemals ruhen werden. Und um diese Warnung perfekt zu machen, suchen wir noch Leute, auch wenn sie über 80 sind. Und wenn man sie aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht stellen kann, sollen wenigstens ihre Nachbarn wissen, wer ihre Nachbarn waren. Wir haben als einzige Organisation eine Abteilung über Neonazismus. Weil das wird sich ja fortsetzen. Und wir haben das rund um die Welt, alles. Liberal, wenn du willst wissen, holländische Neonazis, da kann dir sagen. Auch Antisemitismus, Rassenhass, alle diese Sachen, weil das geht ja zusammen. Ja. Da
das, was wir sehen in Deutschland mit der Wiederbelebung des Neonazismus, natürlich, es ist eine andere Zeit, wie die 30er Jahre sind. Aber dennoch muss man sehr wachsam sein, denn die Freiheit hängt mit der Wachsamkeit zusammen. Aber das alles ist ja nur ein Beweis, dass die Welt keine richtige Konsequenz von der Nazizeit und vom Kommunismus gezogen hat. Hätte es Israel gegeben, zur Zeit, wie Hitler an die Macht gekommen ist, dann wäre ein großer Teil der Juden gerettet. Während des Sechstagekrieges, schon vom Beginn, und wo die Gefahr war, dass Israel untergehen kann, da war mein Gefühl, es hat keinen Sinn für mich, weiterzuleben. Israel ist das Herzstück des jüdischen Volkes. Trinken wir L'chaim, anlässlich des Geburtstags von Opa. L'chaim. 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 Jahre bis 120. Oma. Omaatje? Omaatje met hier.